herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Thüringen. Wir werden heute Anhänger kaufen für Tiere kaufen, für Tierkauf. Und dann werden wir ein paar schöne Reinrassen Kühe kaufen. Mit dicken fetten Häuter und für einen großen A-Loch, ne? Für das Goldschein. So, jetzt geht's einfach zum Händler und dann fahren wir los. Mein Raum ist mittlerweile schon aufgeheizt und ich friere nicht mehr. Na, ja nicht. Ich muss dazu sagen, ich weißt du eigentlich? Ja. Wie viele Schweine im Stall Platz haben? Oh, da muss ich nicht. Also 500 mindestens, also ich nicht so schön. Ich glaube eher mehr sogar. Ich hab's ja nicht im Kopf. Bei mir habe ich es im Kopf, da habe ich nur einmal 750, einmal 350. Die Hälfte, eine Mann mit mehr oder weniger. Aber Schweine, ja, aber das müsste auch ziemlich groß sein. Wahrscheinlich sogar mehr. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber du brauchst ja keinen Stall bauen. Ne? Also das Spiel läuft ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube selber. Beispiel abgelehnt. Nur wie es heißt, ne? Also ich habe hier 4 Monitore, 2 Computer. Wir holen gerade so ein rotes Auto. Fahren wir so langsam. Ich sehe gerade einen schönen Wald hier. Was schön wäre, wenn man später einen Händler geben würde oder Angestellten sagen kannst du, der Wald muss weg, mach mal. Ja. Beim Spiel ist, da kannst du einen KI beauftragen, Holz zu fällen. Da geht der los mit der Axt und dann schlägt er den Wald die Bäume weg, einer am anderen. So, ich bin da, jetzt kaufen wir einen schön dick Viehtransporter. Oh, Transport. So, der kostet 98.000. Ich suche mal noch einen Sponsor. Und geht nur die Felgenfarbe, die mache ich blau. Oh, ja, blau. Und dicke, fette Breitreifen muss reichen. Kaufen, kaufen, okay. Und zurück, zurück. Da steht er. 100.000. Da geht nichts, muss ich überreiten. Ich glaube, wenn du den nie gekauft hättest, hättest du dann auch schnell einmal Fahrt deine Schweine drin gehabt. Ich habe jetzt aktuell 45 Schweine habe ich im Stall. Schweinebauer! Ich habe mal schöner im Stall gearbeitet mit Schweine. Oh, da hättest du einfach Gehörschutz gebraucht. So Laufbahn. Da waren sich alle einig, wenn wir so hatten. Schreien. Jetzt siehst du einen großen LKW fahren zum Händler und Schweine kaufen. Kühe. Das bist du. Ja. Blauen LKW. Immer noch Regen hier. Aber das bin ich anders gewohnt. Thüringen fällt viel Regen. Auf der Marsch ist es schon trocken. Oh, die Kurve.
Ja, wir haben jetzt geguckt von 10 Uhr. Wir können auch auf 5 gehen, ne? Geschwindigkeit. Kommen ein bisschen voran, ne? Bei 9 Tagen können wir auch 5 spielen am Tag und nachts können wir noch 30 spielen, wenn es dunkel ist. Ich hatte mal anfangs schon schlafen gemacht, aber da war glaube ich immer noch ein Fehler gewesen, passiv. Da wurden die Tiere krank. Das ist nicht gewachsenes Zeug. Irgendwo hat es dann noch gepasst. Wenn er mit einer zig hohen Geschwindigkeit vorgespielt hat. So, ich bretter gerade mit 90, 110 fahre ich gerade. Über die Dorfstraße hier, ne? Ah, die Schweine kriegen Wasser. Das hat funktioniert. Ja. Und den ist mir viel lieber, ne? Bier. Und das andere blaue Ding, das bleibt dann draußen, oder wie? Die das andere Leitung. Das kannst du auch versetzen. Musst du nur auf G drücken. Aber es kann auch draußen stehen bleiben. Also an sich kannst du beides versetzen. Aber wenn du mal Enter gedrückt hast, ist es spät. Ja, das habe ich schon. Ja, das ist ganz klar. Es sei denn, es steht hier mitten im Weg, ne? Das blöd. Ja, das mit dem Ventil ist eh drinnen und das andere ist. Das passt schon. Ja, also im Normalfall, der Zug fährt gerade vorbei bei mir. Also der Zug hat eine Deko-Funktion, ne? Also der hat keine, wie soll ich sagen, Funktion. Also man kann nicht beladen oder verkaufen, man muss nur gucken. Man könnte im Höchstfalle mitfahren, ne? Der macht nämlich ein ganz komisches Verhalten, er fährt nämlich von der Karte runter. Aber im 17er hat man den Zug beladen können, oder? Ja, bei der Karte, wie gesagt, bei der 16-Fach-Karte war das sogar, würde ich sagen, notwendig oder ein Muss, weil die großen Mengen an Getreide verkaufen oder an anderen Sachen halt, war das ganz gut. Ne? Dünger zum Beispiel, da war das ganz... Ah, da treffen wir uns auf den Händler hier. Betonteil hier vorne im Weg. Nichts für große Fahrzeuge. Ach. Hier. Das tut er, ne? So. Dann muss ich schnell den Abfahrer entlassen und kurz selber vorbeifahren. So. Bei den Rollscheider Crew. Einmal kurz paar Kühe kaufen. 100.000. 109.000. 110, was kann man sagen. Du gerade bestätigen. Achso, drei Pfeile. Du hinter mir. Ich fahr gleich wieder links weg. Du hast ja keinen Zucker dabei, ne? Zucker auch nicht dabei, ne? Nee. Dann fahr ich lieber noch alleine in eine andere Richtung. Zu meinem Hof.
Hauptsache nicht umkippen jetzt. Schaden immens. So. Schöne Kühe. Schöne Scheiße. Oh, Gegenwind hier. Ich hatte ja zuletzt den KI-Verkehr ausgefallen. Aber aktuell können wir ihn lassen. Bei mir war es schon, ja. Ja, einige Autos, die fahren ja wie verrückt hier. Ne? Das Problem, die halten ja nicht an. Ne? Wenn du jetzt irgendwo fährst und stehst, dann wirst du ja gerammt. Ne? Dann, als schwere LKW bist du ja auch nicht mehr gerade, naja, stehst ja nicht, du bist ja wie, wenn die Reihe mit Rampock gerammt hat, ne? Ich war jetzt los, Schweinefutter kaufen. Mach das! Meine Kühe kriegen Gras, weg mit der Weide. Überlegt. Die kann man nur im Shop kaufen, oder sonst nirgends. Den Futter? Ja. Ja. Ich hatte ja im Prinzip so einen platzierbaren Silo gehabt. Und ich glaube da diverses. Zum Beispiel. Da gibt's Lichter. Ja, da gibt es zum Beispiel Saatgut, Flutlicht. Quatsch, ja, Lichter auch. Also Bigfoot müsste ja für Futter sein, ne? Mhm. Da gibt's Moddingwelt unter diverses so ein Silo für 500 Euro. Dann kannst du das vor Ort kaufen. Oder Kalkverkauf, Flüssigdünger zum Beispiel, Unkrautvernichtungslampen zum Beispiel. Ansonsten ein paar Dekos, ein paar Bäume, ein paar Zäune, Vogelscheuche. Da kannst du noch Hallen kaufen. Groß, klein, Garagen. Mit Licht, ohne Licht. Alt, neu. Ja, und Silos kannst du auch etliche kaufen. Ne? Also die Originaldinger im Prinzip. Dann kannst du Fahrsilo kaufen. Güllelager zum Beispiel oder hier BGH Fahrsilo. Hofsohle mit Multifrucht zum Beispiel. Tankstelle, also ein Zeug. Da musst du Geld haben. Mach mal nicht weiter auf. Ha! Durchdrehende Reifen. Was ist denn da los? Das ist mir scheiße. So. Ach so, der ist mal beim Hof da. Fahrer ist doch besoffen, ne? Der ist wirklich stockbesoffen, der Fahrer. So, meine ersten Kühe sind da. Soll man leicht Wasser abbesetzen? Kühe haben Nummern 01, 02, 03, 04. Die ersten Kuh sind da. So. Tag Kuh. Da muss ich mal mein Wasserrad installieren. Ich fahr grad bei deinem Dorf vorbei. Bei mir.
Mein Wasserhahn ist so weit weg. Und dann Maus verschieben. Das sind große Kühe, die ich habe. Oh, da ist ja mein Zock. Wasserablauf hier. Dann kannst du ja bald die erste Gülle verkaufen in der BGH. Ja, zuerst brauchen sie mal Futter. Aber meinst du, die scheißen so nicht? Naja. Der Händler wird ja um Tiere richtig versorgt haben einmal, ne? Wahrscheinlich schon, hoffentlich. Sonst ist das sehr dünne Gülle irgendwie dann. Naja, man kann ja mit Wasser strecken zur Not, ne? Immer noch Gewitter hier. So. Du hast keine Tiere, Wasser wird nicht benötigt. Ich hab doch hier Tiere zu stehen. Doof. Dann nur mal gucken mal im Menü, was der sagt, ne? Ich hab 56 Kühe. Aber Wasser ist. Wo ist der andere? Der anderen Dings da hier. Anderen Stall. Dann werde ich mal gleich den anderen Dings installieren, den Season Wasserpumpe. Gibt's hier auch noch. Der ist zu finden, der Tierhalter. Das ist jetzt ist mir auch einer reingefahren. Den Hänger rein. Ah, ich muss das Land kaufen. Ah, ich muss ja den. Ah. Das muss ich auch noch kaufen, das Land. Einmal mal gesagt werden, ne? So. Du hast das Land nicht, wo der Kuhstall drauf ist, oder? Genau. Nö. So. Kostet 328.000, kann ich mir gerade so leisten. Jetzt habe ich sie gekauft, geht für das immer noch nicht. Oder zumindest nicht. Weil Wasser ist nicht drin. Könnte auch sein, dass vielleicht der andere Wasser angemeint ist. Könnte sein. Schließt man nicht aus. Das wäre schlecht. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich den Pumpe gesetzt habe. Im anderen Spiel.
mal ganz kurz. Der hat Pumpe. Ach, gut. Gut, dann wenn man umstallen, den anderen Stall reinbringen, ne? So. Dann verschieben wir nochmal und bringen den anderen Stall rein. Ist ja kein Problem. Immer hoch, nämlich zwei Kuhställe und dadurch wahrscheinlich wird das verwechselt. Wahrscheinlich. Da gehört einer schon dir und dem anderen musst du kaufen, oder? Eigentlich gehören beide mir. Eigentlich. Ich habe die gesamte Fläche gekauft. Aber mal sehen, dass er sich entsprechend einspielt auf dem, im Menü. Also Wasserpumpe zeigt er mir an bei den Tieren. Aber wahrscheinlich die Pumpe. Ach, hier die andere Pumpe ist so hoch, da muss ich wieder. Ah, gleich geht's, mal sehen. Brauche ich ein Fahrzeug, um da hochzukommen. Kühe machen Mu. Die warme Ohren. Du auch? Ja. Jetzt weiß ich auch, ob ich keine Kopfhörer mag. Aber gut. Sag mal so, es geht nicht anders. Sonst würde die Lautsprecher immer ständig Rückkopplung machen. So. Klick. Habe ich wieder gemacht. Bild weg. Bin gleich wieder. Jetzt geht's. Ich muss die Pumpe aktivieren. Ich bin hoch beim zweiten. Aber ich bin ja gespannt, ob du sich das Ding füllen lässt. Oder ich muss mit Plan B mit Wasserwagen fahren. So.
bisschen Spray und Farbe aufbringen, das ist rostig. Gut, mach Platz. Komm. Ich bring dir Wasser. So, mal schauen, ob das funktioniert. Wenn nicht, beiß ich ein Lenkrad. Du hast keine Tiere. Wasser wird nicht benötigt. Na gut, hauptsächlich ich bring mir Milch und Scheiße. Der Menü ist da zu sehen. Hier? Ja, ist nicht schlecht. Also ich habe jetzt die Kühe von der einen Weide zur anderen Weide gebracht. Mhm. Und jetzt kann ich das Wasser aufdrehen in der Nachbarweide. Ich meine, mir ist egal, hauptsache das Wasser kommt trocken, ne? Wie auch immer. Und das richtige Druck füllt sich, obwohl das Schlauchsystem oder das Pumpsystem umgekehrt ist. Gut, wenn in beiden Stellen 1000 Tiere sind, ist es ja egal, ne? Hauptsächlich am Wasser, ne? Gut, 1000 Betrieben. Sowieso. Aber das ist schon eine Verarschung, wenn du 53 Tiere gekauft hast und dann plötzlich heißt, oh, du hast keine. Überfolge. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Sag mal, tschüss und wegen Wink. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.